Und da sind wir wieder in Frankreich unterwegs, hier bei The Fischer Online. Es hat sich wieder einiges getan im Game. Es wurde einiges wieder gepatcht und verbessert und optimiert. Und das Letzte, was jetzt optimiert wurde, waren die Posenruten. Die fehlten noch. Und zwar gibt es jetzt mittlerweile zu diesen ganzen vielen verschiedenen Routenarten auch schwere Posenruten mit einer Tragfähigkeit von 28 Kilo. Und ich habe mir dicke, fette, passende Rollen dazu geholt, viel zu dicke Schnüre dazu geholt, Match bzw. die dicken Wagglerposen. Und damit geht's jetzt hier in Frankreich am Karpfenpuff auf dicke Karpfen. Also marschieren wir einfach mal los. Ich gehe jetzt hier hinten in die Ecke, wo zuletzt die Graskarpfen auch ganz gut gebissen haben. Beziehungsweise ja auch die Lederkarpfen beißen da ja. Und ich probiere das jetzt einfach mal aus mit den Matchposen, mit den Matchrouten. Auf Pose. Gucken wir mal. Das ist jetzt hier hinten diese Ecke. Genau. Und ja, hier so diese Ecke wird es sein. Und dann packen wir die neuen Routen mal aus. Köder haben wir noch nicht ausgewählt. Da nehmen wir einfach mal Cabbage. Also den Kohlboili. 1 Meter Tiefe. 2 Meter Tiefe. Gehen wir mal auf 2 Meter Tiefe. Machen wir mal 2 Meter tief hier. Zack. Das ist... Und Kontakt mit dem Grund, hat er gesagt. Das war die tiefste oder die weiteste Auswurfweite. Machen wir nochmal nach da ein bisschen mehr. Grundberührung. Okay, dann ist es... Vielleicht komme ich einfach gar nicht bis in diesen tiefen Bereich da rein. Loten wir das Ganze mal ein wenig aus. Machen wir 1,25. Und steht. Sehr gut. Jawohl. Absetzen. Okay, da haben wir das erste Stück, das erste Exemplar. Wie gesagt, mit der Tragfähigkeit von 28 Kilo. Ich werde da gleich beim ersten Fisch auch nochmal die Bremse ein bisschen einstellen und gucken, wie hoch ich die drehen kann. Weil bei den großen Brocken, die hier beißen können, da sollte man, glaube ich, schon die Bremse komplett ausnutzen. Die müssen wir noch ein bisschen zusammenbauen hier. Wie gesagt, die gerade frisch gekaufte Carp 3, zurzeit die dickste Rolle im Game. Die passenden Schnüre dazu, Vorfach. Ich nehme sehr große Viererhaken. Einfach nur, um richtig dicke Brocken mitzunehmen. Und ich glaube, ich teste hier nochmal, vielleicht mal einen Strawberry Boilie. Und bei der dritten, auch da nehmen wir die dicke Karpfenrolle, Schnur, Vorfach, die matcht. Und hier nehme ich mal einen Dreierhook. Tigernussboili. Wir nehmen den Grasboili. So, dann werfen wir auch nochmal aus. Stellen wir mal alle auf 1,25. So. Zack. Erdbeer. Und 1,25 für den Grasboilie. So. Na dann, bin ich ja gespannt.
glaube, auf dem Grasbeuli hat es gerade schon gezuckelt. Aber jetzt kann es natürlich so sein, dass gerade durch die Größe der Haken, dass da einige Zuppler kommen, die aber jetzt nicht zu einem Biss, Fehlbiss oder also die dann eher zu einem Fehlbiss führen, aber eben nicht zu einem Biss von einem viel zu kleinen Fisch führen. Jetzt sollten eigentlich nur die richtig großen anbeißen. Direkt volle Belastung, maximale Belastung der Ruten. Es hat sich zusätzlich ja noch ein bisschen was getan von den Einstellungen her. Man kann die Grafikeinstellungen jetzt ein bisschen optimieren. Man kann die Farben ein bisschen satter machen. Sieht man natürlich jetzt nachts gerade nicht so besonders gut. Die Distanz oder die Reichweite, wie weit man das Gras an sich überhaupt sieht. Am Mond bzw. am Licht hat sich auch ein bisschen was getan. Also es tut sich regelmäßig was. Das letzte Update jetzt mit den Posenrouten war ja leicht buggy und wurde jetzt gerade eben quasi erst nochmal optimiert. Jetzt funktioniert das auch alles wieder richtig. Und was natürlich auch schön ist, die Einführung, wie gesagt, hier von dem Handy und mit diesen Aufträgen, die eben auch hier drin sind, Quests. Gucken wir mal rein. Was haben wir denn da? Ist das eine Quest für irgendein Fisch? Hauptsache 35 Kilo? Da ist nichts. Das nehmen wir doch an. Take. Und jetzt sehen wir ja oben rechts in der Ecke. Da oben ist den Auftrag drin. Unten hier neben mir kam gerade auch nochmal die Meldung im Chat. Any fish. Tatsache. Any fish. 35 Kilo. Hauptsache irgendein Fisch. Gibt Bonus Silber. 265 Silber. Und 1582 XP. 7 Stunden 57 Minuten läuft das noch. Okay, dann sind wir natürlich hier genau richtig. Gerade am Karpfenpuff. Oh, oh, oh. Gibt es viele dicke Brocken. Und, oh, an beiden. Also, einmal jetzt hier Gezuppel auf der Erdbeere und Gezuppel auf dem Rasenbeuli. Ruhig bleiben. Abwarten. Die ziehen gleich richtig ab. Bisher ist es so, dass es nicht wirklich schwer ist, bei der Pose anzuschlagen. Ich hoffe, das ist immer noch so. Also bisher war es so, sobald die Pose unten war und man hat zack angeschlagen, dann war der Fisch aber auch dran. Also so ein leichtes Anheben die ganze Zeit vom Köder. Hier in der Mitte hat's eigentlich wieder aufgehört. Gucken wir mal, was geht. Oh, und die Bremse. Ich bin gespannt, ey. Ich bin gespannt mit der Bremse. Wobei jetzt das schwächste Glied ja in der Kette gerade die Rute ist. Die ideale Schnur ist es gerade nicht. Deswegen aufpassen, nicht die Bremse zu hoch drehen, sonst knackt halt die Rute. 1400 ungefähr, 1400 Silber hat die Rute gekostet. 4000 wiederum diese Rollen, das sind ja die größten Rollen gerade im Game. Waren das 1400? Irgendwie so um den Dreh, ja. Plus dann nochmal 400 für die dicken Schnüre hier.
Es war schon viel Geld. Jetzt gerade noch 4.500 Silber. Kurz davor, ich war jetzt gerade noch bei... Oh, jetzt auf A1 auch noch. Ich war noch bei 17.000 Silber zusammen. 17.000 Silber, halb 21. Es geht ein wenig was. Es geht ein wenig was. Und es hat immer noch einen geilen Suchtfaktor, das Game. Es fängt an, immer mehr Spaß zu machen. Das ist das Gute. Wenn man sieht, dass es optimiert wird, wenn man die Veränderung einfach mitbekommt. Na? Es ist schon ein ziemlich langes Rumgezuppel, ne? Und jetzt zuppelt gar nichts mehr. What? Ey! Mach mich nicht fertig. Da sind wieder welche dran. Ob die eine Pause gemacht haben? Oder ob das einfach ganz neue Fische sind? Ich glaube, eine 1 hat es auch schon ein bisschen gezuppelt. Drei jetzt auf jeden Fall. Und jetzt in der Mitte auch wieder. Und da geht er ab. In der Mitte. Auf Erdbeer. Zack. Da haben wir den ersten. Oh. Und es geht natürlich hart in die Bremse. Bisschen hier rumlaufen. Jawohl, jawohl, jawohl. Jawohl, sehr schön. Und man merkt sofort die Fischkontrolle. Ich gehe noch einen höher. Sehr gut. Aber der ist auch nicht wirklich groß. Egal, den haben wir direkt dran. Passt. Schön. Der Lederkarpfen. Immer noch ein bisschen zusammengeschroben im Gesicht. Schön. 9, irgendwas Kilo. Genau, das war der Zielfisch. Oh, oh, oh. Das war der Zielfisch auf dem Erdbeerbeuli hier. Hier auf den beiden anderen Routen, beiden Posen. Und dann sehen wir auch oben direkt, es wird halt zusammenaddiert, schon wieder Biss. Es wird eben zusammenaddiert. In der Quest sind die 9 Kilo jetzt quasi schon mit drin. Ich meine, ich könnte dieses Anschlagen einfach mal probieren, wenn er irgendwie wegzieht. Aber ich glaube nicht, dass das geht. Ich habe es schon ein paar Mal getestet. Wenn jetzt so ganz steil steht, wie die 1 gerade. Doch. Zack, da ist er dran. Jawohl. Da ist er dran. Perfekt, es geht. Es war wirklich der Moment, wo die Pose richtig zur Seite geguckt hat. Richtiger Hebebiss. Und das ist ein kleiner Graser, oder? Ja, Mann. Auch ein bisschen dunkler geworden, oder? Ich glaube, der ist dunkler geworden. Motley. Quasi wie der Marmorkarpfen eher. Genau. Marmorierter Silberkarpfen. Ja, Mann. Nice. Okay, dann werde ich das jetzt auf der 3 auch gleich probieren. Oh. Ei, 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 ei. Hoch, 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 hoch. Hoch mit der Bremse. Wobei das jetzt noch nicht
nicht Max ist. Es ist noch nicht maximales Gegengewicht sozusagen. Okay, sieht aber gut aus. Eieiei. Und auf der mittleren ist auch wieder Action. Sehr gut, komm ran hier. Und das ist der klassische Graser. Jawohl. Jawohl. Sehr gut. Auf dem Grasbeutel hat er gebissen. Und auch dran. Schön, funktioniert. Es funktioniert. Und ich habe mir echt Sorgen gemacht, dass man so lange warten muss, bis das... Habe ich ihn? Ja. Auch ein Graser auf Erdbeer. 12 Kilo. Und Katsching, da gab es den Bonus-Quest abgegeben. Geile Sache, ey. Ach, perfekt. Da gab es den Bonus. Die ersten, die waren jetzt gerade vom letzten Gewässer, aber das sind jetzt hier die Fische. Die vier. Das sind 15 Kilo. Sind wir bei, ja, 23. Was war der Auftrag? 30 Kilo? Auf jeden Fall erledigt. Schön. Gucken wir mal nach. Gibt es jetzt noch eine Aufgabe? Dann. Okay, 7 Stunden noch was abwarten. Also gibt es an dem Gewässer zurzeit gerade nichts. Refresh, refresh. Nee. Hier gibt es gerade keinen neuen Auftrag. Ja, sehr, sehr geil, ey. Sehr, sehr geil. Wobei so ein richtig dicker wäre noch gut, ey. So ein richtig dickes Ding. Oh, und da geht's auf der 1 wieder los. Da geht's auf der 1 wieder los. In den frühen Morgenstunden. Und. Okay. Nein! Nö! Ausgeschlitzt! Zu hart dran rumgeruppt oder was? Das war doch gar nicht zu hart. Nee, doch. Jawohl, jetzt zuppelt's hier auf der 3. Ich lasse ihn jetzt mal ein bisschen länger zuppeln. Und dann gleich nochmal der Versuch, wenn er runtergeht. Dann nochmal anschlagen. Auf allen 3 jetzt. Oh mein Gott. Na komm. Und bis. Gerade wieder umgekippt die Pose. Genau in dem Moment. Einfach nochmal angeschlagen, nochmal probiert. Also sie lag regelrecht auf der Wasseroberfläche. Schön. Schön, schön, schön. Schöner Fisch, kämpft ordentlich. Hat aber natürlich jetzt mit der... Ach, sehr schön. Auf den XP her sehr gut. Ich bin auf die Kohle gleich gespannt. Ich habe die schon so lange nicht mehr geangelt. Also, ruhig, mutig einfach mal dran gehen. Oh, da geht noch ein bisschen was hoch. Sehr schön. Ich kann die Bremse noch höher drehen. Das freut mich ja immer. Das freut mich natürlich. Maximale Auslastung. Sehr schön, ey. Noch so ein Brocken. Graskarpfen, jawoll, ey. Komm, ich mache jetzt hier nochmal den Strawberry weg und den Cabbage dran. Weil die XP für den Graskarpfen ja deutlich geringer sind. Und auch noch gehakt. Also gar nicht so schwierig. Also wirklich gar nicht so schwierig, das Anhaken jetzt hier. Vielleicht zum Teil einfach nur ein bisschen lucky. Oh! Jawohl, aber geht noch. Alles noch im dunkelgelben Bereich. Zack. Graskarpfen 65, ja. Also deutlich weniger XP jetzt für so einen normalen Graskarpfen im Vergleich
zu diesem marmorierten Boily Cheese. Der Cheese lacht mich so an. Schmeißen wir auch mal raus. Hat er den jetzt gegessen? Hat sich jetzt so knuspernd angehört. Und in der Mitte. Komm, 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 komm. Nein, gefettfingert. Jawohl. Jawohl. Ach, ist das gut, ey. Und eine ganz vernünftige Bissfrequenz auch. Das müsste man jetzt echt nochmal vergleichen mit den Grundruten. Aber es sieht ganz gut aus. Jawohl. Und wieder 100. Sehe ich das noch? Genau. Graskarpfen war 10,65. Der ist jetzt 10,1. Ich glaube, der Graskarpfen hatte irgendwas um die 80 XP. Und der jetzt einfach mal 100 XP mehr. Ich meine, ich mache ja nichts anderes. Läuft, ey. Sehr, sehr gut, ey. Sehr, sehr gut. Ja, die Sonne geht langsam auf. Ich mache mich mal hier auf zur Base eben. Und dann verkaufen wir doch mal hier die Fische. Ja, auch preislich. Ja, wobei preislich geht es, ne? Kleiner Unterschied. Wenn man hier schaut, 10 Kilo. 25 zu 16. Kleiner Unterschied im Preis. Aber ich glaube, der große Unterschied ist tatsächlich die XP. Das macht einen riesen Unterschied bei den Karpfen. 10 Kilo Lederkarpfen steht eigentlich ganz gut da. Aber ich glaube, am besten immer noch der Modley, der marmorierte Silberkarpfen. Verkaufen! So, ich gehe weiter angeln. Wenn dir das Video gefallen hat, Daumen da lassen, einen Kanal abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.